Ja, die Messe, die befindet sich dieses Jahr hier in einer kleinen Halle im Forum des Messegeländes von Frankfurt. Und wir selbst befinden uns mit unserem Stand ganz am Anfang, kurz nach dem Eingang, an Stand G13. Also über die ganze Zeit, nicht nur am Wochenende, wir haben ja jetzt gestern schon begonnen, am Donnerstag stellen wir neben dem Künstler-Bildhauerpaar Kubach und Kropp noch 5 Maler aus. Das ist einmal Helge Leiberg mit seinen sehr gestischen Malereien, dann Robert Weber mit Goldblattgemälden und sehr farbiger Gestik, dann Gemälde von Renata Tomarowa, von Raffaele Rossi, von dem wir auch gerade eine Ausstellung in Wiesbaden haben, und von Michael Burges die Reverse Glass Paintings. Ja, wenn Sie mögen, begleite ich Sie mal hier durch unseren Stand. Wir fangen vielleicht mal an bei Kubach und Kropp. Kubach und Kropp ist ein Künstlerpaar, von denen haben wir 7 Skulpturen hier ausgestellt an unserem Stand. Und die beiden arbeiten vorwiegend in Granit, sodass Sie das jetzt sich in Ruhe anschauen können, welche Vielfalt aus den Händen von dem Künstlerpaar Kubach und Kropp kommt. Dann haben wir Hinterglasmalerei von Michael Burges, das Sie hier an der Front sehen. Dann Fresko auf Holz von Raffaele Rossi. Von ihm haben wir auch gerade eine Ausstellung in der Galerie in Wiesbaden, die sehr umfangreich ist. Dann haben wir die eindrucksvollen Gemälde von Renata Tomarowa. Von Robert Weber haben wir die Goldbilder, auf die er dann sehr gestisch mit seiner farbigen Malerei Akzente setzt. Und zum Schluss sehen Sie dann auch von Helge Leiberg die gestischen Zeichnungen und malerischen, tänzerischen Gemälde auf der Seite des Standes. Die Künstler, die noch anwesend sein werden, das ist das Künstlerpaar Kubach und Kropp, die auch schon bei der Vernissage dabei waren. Alle anderen Künstler werden leider nicht mehr kommen können, aber die beiden werden dann doch in der Zeit von 11 bis 18 Uhr noch dabei sein.